Moinsens und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Planet Alpha für die Switch werden wir heute mal starten. Ich habe zum Angebot gekauft, ich will mal sehen, wie es ist. Keine Ahnung, ich dachte, wir schauen einfach mal rein. Wer Lust hat, folgt mir auf diesen kleinen Trip, auf dieser Reise. Der Trailer sah ganz vielversprechend, oder vielversprechend vielleicht nicht, aber sehr witzig aus. Mit Zeit und Dynamik die Welten verändern, auf der man gelandet ist. Wir schauen mal rein, los geht's. Bin gespannt. Bock hat man ja auf jeden Fall. Na? Bewegen. Kann nur gehen. Knöpfe kann ich jetzt nicht. Ach, guck mal, ich kann das jetzt ein bisschen bewegen. Sorry, Entschuldigung. Gehen wir in diese Richtung. Schauen mal, was es ist. Fallen auf jeden Fall Teile im Hintergrund runter. Kann man das sehen? Ich fange ein öder Planet. Den ich kann euch nicht viel zur Geschichte erzählen, zu der Handlung. Alles, was ihr jetzt seht, spiele ich blind sozusagen, weil ich keine Ahnung habe, worum es geht eigentlich. Bin auf jeden Fall verletzt. Ich vermute mal, dass ich einen Absturz hatte auf diesem Planeten. Und jetzt. Oh. Geht sich noch mehr ab. Hätte ich was machen sollen? Nee. Hier. Sind. Also der Planet ist wirklich einöde. Adrian Lazard. Höre vor. Ich würde sagen, das sind die ja, entweder Programmierer oder auf jeden Fall die das Spiel gemacht haben. Also eine Art Startsequenz. Nein. Sieht nicht viel, aber es sieht ja schon gewaltig aus. Sieht ja nicht aus wie von der Natur gegeben, sondern eher etwas, was erstellt wurde. Hm. Okay, er wandert weiter, der gute Mann. Wie klein ist alles? Tata Bahnhof. Wir suchen hier einen kleinen Spannungsbogen aufzubauen. Mal sehen, ob es denen gelingt. Oh. Klein, oder? Es ist ziemlich dicht an der Sonne. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bräuchte bald mal Wasser oder irgendwas. Wie lange laufe ich jetzt schon? Taschenlampe. Okay. Schon gruselig, ne? Wenn man so alleine durch die Welt laufen muss. Macht ja schon keinen Spaß. Liegt wieder irgendwas drin. Wissen immer noch nicht, was es ist. Oh. Aber langsam zapfen. Kräfte bringen mich in diese Höhle. Wo ein fantastisches Licht rauskommt. Hier alleine auf. Okay. Hat mich anscheinend jemand geheilt. Bringen kann ich auch. Licht kann ich an. Hiermit. Und da laufen wir hier. Riechen. Also gedeckt gehen. Okay. Bisschen farbenfroher mit runter. Okay. Space. Oh, das Riesenviech da im Hintergrund. Was ist das? Da auch einer. Oh. Okay. Ein kleines Jump'n'Run hier. Genau, wie wir machen sollen, weiß ich noch nicht.
Okay, da kann ich hochklettern. Das ist schon so utopisch. Erinnert mich zum Beispiel an Avatar, der Planet. Und der echt viele Tiere sind, ne? Aber anscheinend tun die mir nichts. Rein freundlich gesinnt. Hier. Da komme ich eigentlich hoch. Warte mal kurz. Gut, da hoch. Ja, okay. Hoch. Also ist ja so ein bisschen. Sagen, was ist ja. Halt. Verrückt. Gibt's doch keine Gegner hier. Lass mal rausfinden, was ich hier machen soll. Oh. Das war dumm. Ah, okay, man hätte warten müssen. Na, gut zu wissen. Fangen wir wieder ganz an. Ja, okay, oh. Entschuldigung. Okay. Schon eine Geschicklichkeit hier. Echt abgefahren, also mit so Sporen da im Hintergrund. Wirklich was von Avatar. Und die Viecher sehen so ein bisschen aus wie die. Ach so, die rundherum geistern bei. Wie nochmal? Abgespaced aus. Hm? Wenn ich ein bisschen schniefe, ganz ehrlich, kriege ich jetzt noch eine Sommergrippe oder so eine Sommerschnief. Nervt einfach nur. Bin ich der Fan von Nasensprays. Nötigsten Notfall und irgendwie ist es noch nicht so gut. Okay, das sieht auch noch ein bisschen nach Zivilisation aus hier. ZL. Okay, hier kann ich anscheinend. Hier kann ich, wie man sieht, im Hintergrund kann ich die. Den Tages- und Nachtzyklus ändern. Hier. Auch, aber dann. Oder verändere ich die Zeit und damit den Nachtzyklus? Ich weiß es nicht genau. Sollten wir auf jeden Fall mal überlegen. Na gut, laufen wir weiter. Gehen wir jetzt hier vorbei. Der ist abgespaced. Wie geht das denn? Okay, es ändert sich aber irgendwann wieder. Oh. Irgendwas. Wahrscheinlich. Mal durch. Nehmen. So runter vielleicht. Ach, da kann ich hoch, okay. Darauf stehen? Ah, vielleicht drauf. Okay. Ah, okay. Also schon ein kleines Jump'n'Run, ne? Weiß ja nicht, ob diese Viecher, die herumfliegen, mir irgendwas anhaben können. Hoffe mal nicht. Ah! Einmal nicht hingeguckt, ne? Einmal nicht hingeguckt. Guck da. Also, der Grafikstil ist noch nicht ganz so meins.
Weiß nicht, ob die Böden da verliefen. Ne? Hier soll ich gar nicht. Okay. Jetzt? Ruckelt schon so ein bisschen. Da sieht man wieder, dass die andere Engine zwar gut ist, aber auch nicht für super gutes. Ein. Und hoch hier. So stark bin ich auf jeden Fall, wenn ich was da schleppen kann. Okay, jetzt kriegt man das wahrscheinlich hier runter. Man hat wahrscheinlich gar nicht geschafft, wenn man das jetzt nicht doch da gemacht hat. Behaupte ich mal. Ah, okay. Würde jetzt ja Sinn ergeben. Okay, das war zu tief. Warte. Hätte ich nachher springen sollen. Achso, ich hätte früher. Ah Mann, ich muss glaube ich früher abspringen. Na gut, man hat anscheinend unendlich Leben. Ja, das wäre echt blöde. Oh! Alter, was ist denn da los? Projektionszeit ist gleich null. Wollen wir noch schnell beeilen hier? Ich weiß immer noch nicht, was das Ganze auf sich hat hier. Auf jeden Fall ist er ein sehr guter Jumper. Okay. Ich möchte mal sein Gesicht sehen. Geht noch zu mir. Ich kann jetzt nichts machen. Hörst du das nur? Okay, kann ich hier so einen Modus ändern? Oder in eine andere Richtung? Oh. Jetzt ist es in die Richtung. Irgendwas muss ja auf sich haben, warum man das so drehen kann. Gucken, was man hier machen. Was? Ja, sehe ich das gerade nicht so, was soll ich denn hier machen? Fenster. Ach, okay, ich bin ja dumm. Oben links, oben in der Mitte kann man es sehen. Also das Ding muss sozusagen vor dem Mond sein. Ja, der Mond vor der Sonne. So?
Richtig, oder? Jetzt? Okay. Dunkel? Okay. Stop. Scheint ja sein, oder das ist dieser Planet. Zeig doch mal hier an da. Hört mal hier lieber weiter. Scheint ja nicht freundlich gesinnt zu sein. Zumindest alles, was rote Augen hat, ist nie freundlich gesinnt. Aus. Oh, Roboter. Oh. Eieiei. Okay. Muss ich mich gleich anscheinend dran vorbeischleichen? Wie gesagt, hier im Gebüsch oder hier in diesen Gebüschen können die mich halt sehen. Der gute ist. Zwei. Ach Mist, hat der Sack mich gesehen? Hier oben kann ich nicht gehen. Okay. Dann. Doch. Oh Mann, ey. Da muss man auch ein bisschen reaktionsschnell sein. Beziehungsweise aufpassen. Hängt er nicht mal ab. Okay. Ups. Achso, haben wir ja von unten wollen. Was macht das Viech da hinter mir? Vielleicht müssen wir lieber durch, nicht, dass noch einer kommt. Habe ich gesehen? Da müssen wir schon aufpassen. Warum suchen die mich? Wieso sind sie mir feindlich gesinnt? Das Fragen? Noch keine Antwort haben. Boah. Ich da nicht. Einfach so kann ich aber nicht leider die Zeit ändern, ne? Wenn mich in eine Richtung guckt. Wegbleiben. Weitergehen. Gott. Okay.
Hier geht's noch. Unten, okay. Gott. Sieht wirklich so ein bisschen aus wie bei Avatar, ne? Mit diesen leuchtenden. Bin ich. Davon. Ich. Crazy, crazy. Und jetzt ja hochspringt. Wow, wie so ein Leopard. Hier sind wir jetzt mal keine Gegner mehr. So tief runtergefallen teilweise. Aber es ist ein bisschen verwirrend abzusehen, wo man über längs kann und wo man nicht längs kann. Das finde ich nicht so offensichtlich, dass man sich überall dran festhalten kann. Das war jetzt aber durch Zufall eigentlich. Bunt und ich weiß auch nicht, also irgendwie so ein bisschen abgespaced. Da weiß man auch leider gar nicht, was man machen soll. Warum man hier ist. Wo man hat. Die hört auf. Da komme ich gar nicht so hoch. Ach. Mal rüber schieben. Okay. Natürlich dumm, genau vor ihm stehen zu bleiben. Nichts. Vielleicht nur tagsüber? Nachts sind sie Lichter? Oh, hier von den. Wie heißt das nochmal? Der Film hier. Ah, wie heißt das nochmal? Diese dreibeinigen Herrscher, kennt ihr das? Das ist eine alte Serie aus den 70ern oder 80ern, glaube ich. Und die Dinger sehen aus wie von. Mit Tom Cruise da, wo er seine Tochter beschützen will und die ganze Erde niedergemacht wird von irgendwelchen Außerirdischen. Fies, wenn sie alle entdecken. Okay. Sind nur fies, sie eliminieren mich sofort. Und vorbeischleichen. Hier auf der anderen. Uah.
gehabt, Glück gehabt. Mitnehmen. Oh, den kann ich vielleicht auch als Schutz nutzen. Das heißt, er tastet vielleicht den Stein ab, aber nicht mich. Was sein? Könnte doch gut sein, oder? Was Sinn? Nee, mach gar nicht. Ich muss aber stehen bleiben. Ich glaube, sobald das Ding sich bewegt, wissen sie, dass irgendjemand das Ding schiebt. Naja, sonst Stein bewegt sich auch nicht von alleine, ne? Richtig. Ist ja richtig. Kann er einfach so abtasten oder meint er, es zerstört ihn? Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn er sich nicht bewegt, dann zerstört er ihn nicht. Der Stein ist ein toter Stein, der bewegt sich nicht. Okay. Aufspringen, konnte ich nicht. Der Roboter. Verdammt. Ach, er könnte mich gar nicht sehen. Oder anscheinend doch. Noch ein bisschen laufen zwischendurch mal. Er muss auch mal laufen. Danke. Wir haben den Weg freigeschossen, die guten Leute. So schlecht sind die Roboter denn doch nicht. Oder anscheinend doch, ich weiß es nicht. Da werden wir mal dunkler. Oh, jetzt rutschen wir. Ja, springen mal. Ich weiß nicht, warum ich springe. Ich bin mal gesprungen. Jetzt wird es immer abgespaced hier mit der Grafik. Irgendwie. In so einem Eiernest oder wo sind wir hier? Okay. Das ist ein Riesenviech. Ich weiß auch nicht, was es will. Und das einmal hier. Auf jeden Fall so aus, was mitnehmen konnte. Okay. Wohin hier ran? Ran! War da nicht ran? Ich geh so mal hier hoch. Da und auf. Ach, komm. Schnell sein. Boah. Oh Gott. Was für Viecher hier alles. Wir reagieren auf schnelle Bewegung. Oh. Keine Ahnung, was hier passiert.
Okay, jetzt weiß ich. Ja, ich hab's geschafft. Gehen wir da unter? Oh. Oh, Arschlochviech. Nun ja, was genau wir machen müssen, noch nicht. Ich hab's jetzt einfach mal angespielt. Ich würde ja sagen, was ihr davon haltet. Ob es ein Let's Play wird oder ist es einfach nur so als Gimmick mal als Test bleibt. Schreibt es mir in die Kommentare, würde mich freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.